Willkommen bei Opa Jochens Rezept. Wir produzieren heute Schweinezunge in Rotweinaspik. Wir benötigen dazu gepökelte Schweinezunge, gewürztes Aspikpulver, Rotwein und unsere Gewürze. Wir geben die Gewürze in kochendes Wasser und lassen es 10 Minuten kochen. Die Gewürze bestehen aus Zwiebeln, Piment, Lorbeer, Pfefferkörnern und gedörrtem Suppengemüse. Danach geben wir die Schweinezungen hinzu. Diese lassen wir weitere 30 Minuten ziehen. In dieser Zeit bereiten wir das Aspik zu. Zuerst das Pulver in etwas kaltem Wasser quellen lassen. Dann geben wir den Rotwein hinzu. Jetzt holen wir die Zungen aus dem Wasser und lassen sie abtropfen. Wir füllen uns etwas Brühe ab und geben diese zu unseren angerührten Aspik. Wir schmecken nun ab mit etwas Zitrone und dem Rest Rotwein. Als nächstes gießen wir einen Spiegel an, damit alles am Ende vom Aspik umschlossen ist. Solange dies etwas abkühlt und fest wird, halbieren wir die Zungen. Nun werden diese in der Form platziert und nach der ersten Schicht mit Aspik aufgegossen.
Dann folgt die zweite Schicht. Am Ende wieder mit Aspik aufgießen. Jetzt beschweren wir die Zungen und lassen alles etwas abkühlen. Nach dem Abkühlen entfernen wir den Deckel und gießen mit dem restlichen Aspik auf. Wir lassen alles komplett auskühlen und dann schauen wir uns den Anschnitt an. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal, läutet die Glocke, alles, was ihr so von YouTube kennt. Vielen Dank fürs Zuschauen.